So, ich bin der Hans Hei, der Netztaler auf der Längenfalt. Ich habe mich auch schon beschäftigt mit dem Kulturnetztal und dem Sammeln und Öztal-Archiv und alles Mögliche. Und interessiere mich halt für die ganzen alten Sachen. Und jetzt bin ich schon relativ alt. Jetzt muss ich schauen, dass ich alles noch unterbringe, alles noch erzählen kann, was ich weiß oder halt vieles davon. Und vielleicht weiß ich da jetzt etwas Neues. So, und jetzt schauen wir so einen alten Film an über das Ätztal und über den Schaftrieb, also über diese sogenannte Transhumanz. Aha, das ist jetzt auch für die Wege, die übers Joch für Südtirol ins Ätztal herkämen. Das ist einmal das Höchjoch, 2800 etwas, einmal das Niederjoch, knapp über 3000. Und auf der Fallweise, nur, das müsste nur damals sogar noch gewesen sein, der allerhöchste, wildeste, gefährlichste Schaftrieb überhaupt in den Alpen. Das zum Beispiel ist jetzt in Niedertallinn, das ist hinten der Similaun. Und das ist die Gegend, wo übers Niederjoch sagen wir mal, zwischen 1500 und 3000, 4000 Schaf jedes Jahr kämen oder kämen sein. Und die kämen für Südtirol her. Und da sind aber allem Schafer dabei und der Chef. Für die ganzen Geschichten ist Alma Schnolzer. Und die Treiber und die Hirten sind teilweise Finchker. Also das sind alles Schaf aus Südtirol, die da ins Ätztal kämen, über die Grenze. Nicht aufgrund veraltete Rechte, sondern weil die Schnolzer Bauern, ungefähr 30 Bauern, haben ungefähr, also 30 Seller Bauern von Schnolz haben insgesamt 3000 Hektar Weidegebiet im Ötztal als Besitz. Und dann aber noch einmal einen Haufen Weide dazu pochten. Also sie haben momentan, jetzt mal aktuell, haben sie beläufig 6000 Hektar, tun sie nutzen und beweiden. Da sieht man sie über den Ferner gehen. Und da gehen sie, je nachdem wie die Schneeverhältnisse und das Eis gewesen ist, der Ferner, da gehen sie zwischen 1,5 Stunden und 2 Stunden leih über den Ferner. Momentan, wie es ausschaut, ist er ganz gut, weil der Schnee ist nicht hoch, man kommt gut drüber. Aber wehe, es ist einmal wieder ein Neuschnee oder wie es im Juni öfter ist, dass da Mitte Juni, wenn sie da kämen, dass da höher Schnee ist, halber Meter Neuschnee zum Beispiel, auf der Messens, auf das ganz, ganz, ganz eine gefährliche, harte Sache. Und das sind ja, die Bauern sind Schnolzer, aber die Schafe kämen in der Hauptsache, muss ich jetzt sagen, nicht aus dem Schnolztal, sondern der Hauptteil der Schafe kommt aus dem Finchgau. Und zwar direkt für Schlanders, Kurtsch, Laas, Göflan. Und viel Schafe kämen von Schlanderer Sonnenberg und zum Teil sogar von Niederberg. Da sind sie auf der anderen Seite in einer da. Für die Herde vorbei ist der gefährliche Teil des Abstiegs. An der Frau. Und das ist natürlich, das ist jetzt beim Abtrieb, das ist jetzt beim Schafabtrieb, um den 12., 14., 15. September rum. Jetzt sind sie gut beieinander, man sieht das gleich, das kann leider nervös sein. Und da müssen sie, muss man doll aufpassen, also einmal ist da Eis oder noch Schnee, muss man verflixt aufpassen. Und wenn sie im Juni herkämen, habe ich schon erlebt, oft da müssen die Hirten und die Schafer, müssen 2-3 Tage davor, müssen sie da, wenn wir die Schafe da gehen, müssen sie direkt den Weg ausschaufeln. Eine Weile drum auch, über den ganzen Ding da, über die ganze Strecke müssen sie ausschaufeln. Und zum Teil ist es natürlich gefroren, zum Teil ist es rutschig, zum Teil ist es glatt. Da sind sie jetzt schon fast am Endpunkt. Da ist schon die Waldgrenze vorbei und da ist oft der große Haag, die große Versammlung. Und wenn jetzt das kommt, oft ist das eine interessante Sache. Die Schafe kennen das. Und wenn sie dann
wenn sie das sehen, wenn sie das grüne oder die alte Luft und die vertraute Luft schmecken, da fangen sie an springen. Und das ist jetzt die Fende. Und da kämen sie für da an. Das ist jetzt ein alter Brucker. Und zum Teil, das darf man sich nicht täuschen lassen, da sind jetzt die Schafe in Fendt. Weil normalerweise sind die Weiden für die Schnalsach oberhalb von Fende, also in Rufental und in Niederntal. Und da sind sie zum Teil zu Fende. Das hängt aber damit zusammen, dass man sie zum Teil da halt gezählt hat und geschaut hat und kontrolliert hat. Früher hat man nicht geschaut wegen dem Reidebad, dass alles passt. Und die allerbesten Schafhalter, die ich kenne, also da ist zum Beispiel auch, die haben eine sehr Vertrautheit mit den Schafen, dass die Schafe den Bauer gut kennen und umgekehrt. Zum Beispiel der Bauer von Schlanderer Sonnenberg, der Hans, der hat so seine 70, 80 Schafe da und der kennt sie alle. Und wenn die Schafe kommen, sind seine Schafe beieinander. Und der hat so einen ganzen Sommer separat. Der hat seine 60, 70, 80 Schafe, hat der einen ganzen Sommer auf seinen Spezialplatz hinten drinnen in Langtal, also hinten drin. Und wenn er dort hinkommt auf der Höhle, kämen sie alle zu Wege. Kämen alle schon zu Wege. Sie kennen ihn. Und sieht man schon, wie sie durcheinander sein. Es sind zum Teil die Braunen dabei. Das ist die ganz alte Tiroler, eine ganz alte Tiroler Rasse. Heute sind es die meisten weiß. Die weiße Rasse, das sind Mischlinge, die hat man gezüchtet mit den Schnalser, mit den Bergamasker zusammen. Ja, Transhumanz ist eigentlich der Schaftrieb oder doch eigentlich der Viehtrieb über weite Strecken. Genau genommen soll es über mehrere Tage sein und große Strecken. Und der Urbegriff ist eigentlich der, sogar Tage und Wochen lang ist man unterwegs. Im Winter seien sie auf einem günstigen Platz, in der Poebene zum Beispiel. Oft fangen sie an Reisen, wandern, Gardasee vorbei, bis in die Alpen. Und die kämen sie oft halt im Mai oder Juni, kämen sie oft ins Hochgebirge. Und das ist ähnlich in ganz Europa gewesen, in den ganzen Alpen. Das ist ähnlich an der ganzen Welt also. Und dieses Transhumanz, dieses Wandern, dieses Ziehen über Grenzen ist da damit gemacht, heißt man halt eben Transhumanz, einfach ein international gängiger Begriff für die Tierwanderung. Und das hat sich auf der letztlich konzentriert, fast ausschließlich auf die Wanderung mit Schafen. In Asien, im Himalaya-Gebiet etc. gilt es natürlich auch für Gas und für alle möglichen Viecher. Aber es ist, meistens ist es mit Schafen. Also in unserer Gegend da ist es jetzt Leime, Schnalstal, Pseier, Ötztal. Wobei da natürlich schon der Schaftrieb über den Dimmel, der hat allem Schaf aus ganz Südtirol. Aber die werden bis ins Pseier mit dem Auto geführt heutzutage. Früher sind sie gegangen. Und das hat sich halt mit der Zeit zurückentwickelt, zum Teil durch Grenzen. Die ganz spezielle, gewaltigste Transhumanz in den Alpen ist ja die gewesen von südfranzösischen Alpen durch die ganze Schweiz durch. Und da sind teilweise bis zu 45.000 Schafe unterwegs gewesen. Oft haben die Schweizer das hingestellt, wegen Krankheiten und alles Mögliche. Und das heißt, dass es allem weniger werden. Und die letzte Transhumanz in dem Sinn, also eine mehrjährige, eine mehrtägige Wanderung über große Höhen, ist da in den Ötztaler Alpen. Erstens einmal kenne ich genau die Kriterien, wie diese Aktion immaterielles, kulturelles Erbe bei der UNESCO und speziell in Österreich entstanden ist. Und natürlich aufgrund meiner volkskundlichen Forschungen und Kenntnisse habe ich auch gewusst, dass diese spezielle Transhumanz, diese grenzüberschreitende Transhumanz, zum Teil über Gletscher, einmalig ist inzwischen in den Alpen. Also ist etwas Besonderes. Und vor allem hat die UNESCO das so gewählt haben, dass man nachweist,
nachweisen kann, dass das nach wie vor aktuell ist und lebendig ist und nicht eine museale Aktion ist. Und für diesen Zweck habe ich ein paar Gutachten gebraucht, dann haben wir auf der Gutachten geholt. Haben einen Haufen von Unterschriften gesammelt für die Hirten, für die Schafer, für die Besitzer, damit die das bestätigen, dass das also ist. Jetzt ist es so, dass unter diesen 50 oder 60 oder inzwischen bald 100 Projekten des sogenannten kulturellen Erbes, also des immateriellen kulturellen Erbes in Österreich, sind diese Schaftriebe oder diese Transhumanz dabei. Und das haben wir zusammengebracht. Ähnlich wie es uns ergangen ist mit dem Dialekt in Ötztal. Es ist Ähnliches gewesen. Da haben wir eine Sonderstellung. Es ist allem etwas Besonderes, muss es sein, als immaterielles, kulturelles Erbe. Und die Schaftriebe, das ist die Transhumanz über die Jöcher. Und die hat eine gute, das schaut gut aus für die Zukunft, wenn es so weitergeht.